Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Seele Luana. Mein Name ist Tina und heute ist das zweite Video der Sternzeichen dran, und zwar für das Wasserelement und da insbesondere halt für Krebs, Skorpion und das Fischezeichen. Ich sage natürlich immer vorher an, um welches Tierkreiszeichen es gerade geht. Ich werde so ein allgemeines Reading legen, sprich eben halt Liebe, Partnerschaft, Beruf, Finanzen, was da mir gerade da so entgegenkommt, was ich halt auch als wichtig ansehe. Ich lasse da halt auch immer gerne der geistigen Welt die Führung, was die jetzt gerade Thema finden für die Wasserzeichen. Ich werde legen für die kommenden 3 Monate, Oktober, November und Dezember. Und ja, ist eigentlich da schon alles gesagt. Mir fällt gerade ein, ich wollte mal eben hier, Sekündchen nochmal eben, wollte hier meine Uhr mal anmachen, damit ich das so ein bisschen im Auge behalte. So, entschuldigt. So, jetzt geht's aber los. Ich werde hier halt mit dem Tarot 3 Karten ziehen, so für das Thema, was für das jeweilige Tierkreiszeichen gerade ansteht, also die für die Energie der 3 Monate. Und dann werde ich mit meinen lieben Lenormand-Karten der blauen Eule das große Blatt auslegen. Und was ich noch sagen wollte, das werde ich aber gleich auch nochmal im großen Blatt erklären. Die Dame wird sowohl im Halt, ich sag jetzt mal Krebs, ja, die Krebsdame sein halt, als auch, als auch der Krebsherr. Ja, ich erkläre das aber gleich nochmal, wenn es losgeht. So, also wir starten mit dem Krebszeichen und ich glaube, ich habe alles gesagt. Naja, und da schauen wir mal nach der allgemeinen Energie, nach dem Thema vielmehr für die Krebse. 3 Karten hätte ich da gerne. Im Hintergrund hört ihr den Kalle. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch vorhin gesagt, der war gestern so schön ruhig. Ja, Pustekuchen. Kalli, geh mal. Geh mal auf Couch. So. 3 Karten bitte. Was haben wir hier? Das sind zu viele. Einmal. Dankeschön. Eine hat sich gedreht, die nehme ich auch. Ast der Münzen, der Stern. So, eine Karte hätte ich noch gerne. Da ist sie. Und 9 der Schwerter. So, unter dem Deck ist, oh, sehr schön, die 9 der Münzen. Das ist immer so die Fülle-Karte. Ja, da ist man innerlich sehr reich, das spricht man von Reichtum. Ja, ist halt aber auch so, viele sagen da halt auch die typische Single-Karte. Letztendlich sehe ich hier im 9 der Münzen, das kurz vor der Vollendung der 10, ja, da fühlt man sich auf jeden Fall schon sehr, sehr wohl und sehr reich im Innern halt auch, ja. So, Ast der Münzen, der Stern und 9 der Schwerter, ja, schauen wir mal. Die ersten 2 Karten, ja, mit dem Ast der Münzen ist es so, dass man da immer eine Chance bekommt, eine Chance im Außen. Vielleicht ist das sogar die letzte Münze zu den 10 der Münzen, ja. Hier geht es halt auch ja um die Wertschätzung, um Werte. Also ich nehme hier halt auch hier so ein bisschen halt auch Arbeitsthema eben halt auch wahr, ja, Geld nehme ich hier halt auch wahr. Hier ist auf jeden Fall halt auch die Zuversicht dabei, der Stern, der spricht, ist eine Karte der großen Arkane, die spricht von Zuversicht und ja, ist auf jeden Fall eine Glückskarte, eine sehr, sehr positive Karte, ja, mit den 9 der Schwertern dabei. Ja, das schmeißt irgendwie so das Ganze irgendwie so ein bisschen um, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, die 9 der Schwerter sieht man ja eben halt sehr deutlich.
dass hier eine Person sitzt, die ihm halt sich die Hände vor Augen hält, der es nicht so gut geht, ja. Das ist so die Kummer- und Sorgenkarte. Und mit den Schwertern haben wir hier halt auch sehr viel Gedankenkraft, ja. Also man macht sich hier eben halt auch sehr viele Gedanken. Teilweise sind es hier eben halt auch schlaflose Nächte. Jetzt muss ich mal wirklich im großen Kartenblatt schauen, in welchem Zusammenhang denn jetzt hier diese Chancen, die doch letztendlich sehr zuversichtlich sind, warum man sich da jetzt so sehr große Gedanken und Grübeleien eben halt hat. Und auch diese Outcome-Karte mit 9 der Münzen, Entschuldigung, ist eben halt eine sehr, sehr positive Karte, ja. Mal schauen, also die Krebschen sind ja eben halt sehr sensibel. Das ist ja so das Zeichen, was so ja, 3 Schritte vorgeht, 2 zurückgeht, ja, halt auch oftmals in der Vergangenheit bleiben die haften, ja. Ja, ich hatte schon mal das und das, also dass sie sich eben halt hier wirklich Gedanken machen über etwas, das hatte ich schon mal und das ist damals schon nicht so gut ausgegangen. Von daher muss man mal schauen, welche Krebsenergie jetzt hier uns entgegenkommt im großen Kartenblatt. Da werden wir jetzt mit Sicherheit mehr Aufschluss bekommen. Ich muss einen Schluck trinken, ich habe ein bisschen Frosch im Hals. So. Also für die lieben Krebse. Oktober, November, Dezember. So, ich lege aus. Die Lilie. Diesmal gucke ich aber, ob direkt alles drauf ist. Gestern hatte ich da so das Thema, dass mir erst beim 2. Tierkreiszeichen aufgefallen ist, dass da nicht alles zu sehen war. So, ach so, ja, was ich doch noch sagen wollte, ist, hier geht es jetzt nicht nur um das Tierkreiszeichen, um das Sonnenzeichen, sondern halt auch, wenn du den Krebs im Aszendenten hast oder eben halt auch deinen Mond im Krebs hast, ja? So, das wollte ich noch dabei sagen. So, Lilie, Buch, Herz, Brief, Ruten, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oh, hier kommen auf jeden Fall schicksalhafte Geschenke. Das Kreuz liegt in Blumen, das gefällt mir schon mal gut. Die Blumen liegen auch in Sense, sogar ganz plötzlich kommt da eine Überraschung. Eine Geste sagt man halt auch mit den Blumen, Einladung, ja, hat mehrere Bedeutungen. Hier nehme ich auch wahr mit dem Herz im Schiff, ja, das Schiff ist immer so, es fährt weg und kommt wieder. Es ist auch immer so ein Auf und Ab und bei manchen halt auch ein On und Off in Bezug halt auch auf die Liebe, ja. Aber hier nehme ich wirklich wahr im ersten Moment, dass hier eine Liebe aus der Vergangenheit sich wieder melden wird. Hier liegt auch das die verborgene Liebe, ja. Hier geschieht halt auch als erstes mit der Lilie zu Beginn ein Ausgleich, oder hier möchte halt auch Frieden geschaffen werden, womit dann halt auch etwas geheilt werden kann. Höchstwahrscheinlich hier das Herz, ja. So, ich habe noch keine Person, beziehungsweise noch keine Hauptperson. Also eine Person wäre hier auch der Bär. Den würde ich mir aber dann gleich nochmal näher anschauen, ob er wirklich in der Tat eine Person ist, ja. So, ich hatte ja schon erklärt, ja, die Dame, das ist jetzt die Krebsdame, aber auch der Krebsherr, ja. So, und das Gegenüber hat sich hier ins Haus des Kreuzes gelegt. Also nehme ich sofort wahr, ja, wie ich gerade schon begonnen habe, dass der Gegenüber liegt im Kreuz, das Kreuz liegt hier im Blumen, diese schicksalhafte Geste, Einladung, die da kommt, die ganz plötzlich kommt und die dann eben halt auch die Thematik hier oben direkt in Gang bringt. Ich sehe hier halt auch eine Nachricht direkt dabei. Die Nachricht ist halt auch sehr liebevoll formuliert, ja. Und ich könnte glatt sagen, da setzt es auch dann quasi schon ein. Ass der Münzen und der Stern, ich nehme die Karten mal direkt mit hinein. Also da sehe ich ja wirklich das sehr Positive, wie ich gerade schon gesagt habe. Und mit 9 der Schwerter, die bringe ich jetzt nicht mit den Ruten in Verbindung, aber das nehme ich mit dem Prozess in Verbindung, ja.
Ich nehme sogar noch mal hier die Fische und den Sarg mit dazu, ja. Dann ist es so, wenn diese Geste eben halt kommt, ja, setzt ihr euch wirklich hier mit Thematiken auseinander, die es eben halt schon lange gegeben hat in Bezug mit eurem Gegenüber. Also der Herr, ne, kann eben halt auch der ein Mann sein oder eben halt auch eine Frau. Ne? Switcht das bitte für euch so um, wie es für euch stimmig ist, ja. Der Herr kommt im Übrigen, weil ich ihn jetzt gerade noch mal hier in Händen gehalten habe. Jetzt mal wieder gucken. Jetzt muss ich doch noch mal ein Stück wieder hochziehen. Halleluja. So, da ist die Fuchsschwanzspitze, ja, die zeigt auf den Herrn. Das heißt auf jeden Fall schon mal für euch, der kommt ehrlich auf euch zu. In der Vergangenheit waren da Kreisläufe gewesen, die immer wieder halt auch in die verkehrte Richtung gegangen sind. Da von daher habe ich auch das Auf und Ab in der Liebe wahrgenommen, beziehungsweise das On und Off und On und Off. Ja, ihr liegt hier beide halt auch auf einer Reihe. Ihr habt drei Karten hier in der Vergangenheit liegen. Das ist das Haus, die Schlange und der Fuchs. Mit der Schlange hier nehme ich hier auf jeden Fall eine weibliche Person wahr, ja, die aber hier im Rücken der, des Herrn eben halt liegt. Da sind also einige Dinge halt auch falsch gelaufen, weil im Haus des Fuchses liegt der Ring. Beziehungsweise, wie sie, wenn ich das mal so sagen darf, ja, das war nicht die richtige Verbindung mit dieser Frau, ja, was ich hier an Impulse bekomme, ja. Hier sind halt auch wirklich Zweifel gewesen in deine Richtung, also in Richtung der lieben Krebse, ja, ja, Zweifel, ja, bin ja in Bezug eben halt auch auf was die Gefühle eben halt auch betrifft, ja. Hier sind, also hier nämlich wirklich war, viele Umwege sind da gegangen worden. Letztendlich, das kann ich aber immer gut über die Karten sagen, ja, sind es auch unnötige Umwege gewesen. Gut, es liegt so im Kartenblatt, dass es unnötige Umwege gewesen sind. Nichtsdestotrotz ist es immer so, ja, dass es eben halt ein Prozess dauert, wie er dauert. Wenn man da eben halt nochmal eine gewisse Schleife gehen muss, warum auch immer, dann ist das eben halt so. Ja, dann war man eben halt noch nicht an so einem Reifeprozess angekommen, dass man eben halt diverse Schritte eben halt auch einleitet, nicht auch, eben halt auch einleitet, ja. Ich sehe aber hier bei eurem Gegenüber in der Tat, dass ihm da halt auch in der Vergangenheit die Augen geöffnet worden sind bezüglich der Schlange, ja. Da sind halt auch immer wieder derselbe Kummer ist da aufgekommen. Dennoch ist man dieser Person immer wieder treu geblieben. Wie gesagt, wertfrei gesagt. Und jetzt ist es so, dass jetzt so in der nächsten Zeit das Gegenüber sich eben halt wirklich intensive Gedanken macht. Ja, womöglich eben halt über die Zeit, die ihr da gemeinsam hattet. Hier kommt eben halt wirklich so viel Sehnsucht und Sehnsucht halt auf, ja. Mit dem Kreuz hier sozusagen als Outcome-Karte in den Gedanken sehe ich hier bei eurem Gegenüber es so, ja, dass ihr jetzt durch die geistige Welt, ja, bekommt das Gegenüber immer mehr und immer mehr Impulse und kommt dadurch eben halt ins Nachdenken, ja. Und er denkt halt auch wirklich darüber, er oder sie denkt eben halt auch wirklich darüber nach. Er ist immer halt einfacher für mich, ja. Ja, ich habe gerade schon gesagt, switcht euch das bitte um. Dass da jetzt immer wieder eben halt hier so diese Sehnsucht und halt da halt auch die Hoffnung halt auch aufkommt. Ja, liebt sie mich noch, liebt er mich noch? Und denkt er, sie eben halt noch an mich und so weiter. Ja, also ihr lieben Krebse seid jetzt bei eurem Gegenüber wirklich ganz häufig in den Gedanken. Und deshalb kommt auch hier die Veränderung für euch. Und hier ist es sogar zu sehen mit dem Schlüssel, mit Sicherheit kommt die Veränderung. Und auch hier habe ich hier direkt die Karte jetzt mit den neun der Schwertern hier liegen. Ja, der Mond. Also ihr Krebse liegt hier im Haus des Mondes und der Mond liegt da auch hier in eurem Haus, ja. Das ist diese
das ist halt diese Nachdenkenkarte, Grüblerkarte, sagt man eben halt auch, ja. Bei vielen Krebsen, das sage ich dann bei allen so, bei vielen Krebsen ist es so, dass es aber auch hier noch eine weitere Person eben halt auch gibt, ja. Beide lasst ihr, also sowohl das Gegenüber als auch ihr, ihr lieben Krebse, die jeweiligen Partner hinter euch, ja. Ich könnte jetzt genauso hier zu dem Bären dasselbe sagen wie hier so zu der Schlange, obwohl ich den Bär hier noch etwas so halt auch liebevoller wahrnehme, weil er nun mal halt auch im Haus des Herzen liegt. Aber das scheint mir hier wirklich hier zwischen Bär und auch der Schlange erstmal immer wieder derselbe Stress zu sein, ja. Und immer wieder derselbe Trott und derselbe Kummer, wie gesagt, und derselbe Zweifel. Und das ist auch hier so ein bisschen geworden mit dem Hund, so wie Brüderchen und Schwesterchen, habe ich hier so im Gefühl, ja. Auch wenn der Bär jetzt hier im Herzen ist, muss ja nicht heißen, wenn man Brüderchen und Schwesterchen ist, dass man sich da behagt und der oder diejenige eben halt böse unterwegs ist, ne. Man lebt eben halt irgendwie so nebeneinander her, ja. Man hat da irgendwie einen Alltag und ja, Punkt sozusagen, ja. Was ich auch als Impuls bekomme, ist ja, dass der Bär hat ja auch so seine Eigenschaften. Und wenn es hier jetzt hier bei euch um die Liebe geht, was ich hier auf jeden Fall im Kartenblatt sehe, ist das zwischen euch in der Tat eine echt starke Liebe. Also ja, eine starke Liebe, kann man nicht anders sagen, ja. Und ja, Punkt halt auch erstmal, ja. Auf jeden Fall wird das dadurch, wenn euer Gegenüber sich eben halt auch meldet, hier in der Tat eben halt eine Veränderung kommen. Und ja, und dadurch kommt eben halt dann auf jeden Fall das Grübeln dann auf den Plan, so will ich das mal salopp sagen, ja. Ja, weil er hier, denke ich mal, wirklich mit starken Worten um die Ecke kommt, ja, mit starken Gefühlen und dass ihr euch mit dieser Situation halt auch intensiv auseinandersetzt, ist halt auch hier, was ich hier oben noch sehe. Ich glaube, da war ich nämlich gerade noch stecken geblieben. Also als ich sagte, dass ihr euch mit der Situation ganz intensiv auseinandersetzen werdet, und da hatte ich gesagt, ich nehme die anderen beiden Karten noch dabei und bin dann doch davon abgekommen, wenn mich das so alles täuscht, ja. Also hier mit Fische und dem Sarg, ja. Da kann ich übrigens noch sagen, der Sarg liegt hier im Haus der Schlange. Also hier mit der Schlange, da, das ist ein Ende. Und das so als Zusatzinfo. Aber für euch, liebe Krebse, ist es so mit Fische und dem Sarg. Also da nehme ich wirklich eine emotionale Belastung halt wahr. Irgendwie scheint ihr mir mit dieser Situation, dass er wieder erscheint in eurem Leben, ja, das berührt euch eben halt sehr stark. Da muss anscheinend, so wie ich das hier sehe, ja, sehr viel passiert sein. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja, dass ihr da gar nicht mehr so mit gerechnet habt, dass sich das Gegenüber wieder bei euch meldet. Und ja, dass da eben halt irgendwie viel passiert ist, habe ich so das Gefühl, ja. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass das Gegenüber auf jeden Fall ehrlich eben halt auf euch zukommt. Und es auf jeden Fall dann darum geht, weil ja, wie gesagt, jeweils hier, ich meine, mit der Schlange sehe ich das Ende, aber mit dem Bären sehe ich es so, dass damit eben halt noch eine Entscheidung getroffen werden darf, ne? Also hier hat das Gegenüber schon irgendwie einiges in die Wege geleitet, ja, eben halt in Bezug hier auf das Ende, was hier liegt. Also ihm sind auch hier wirklich die Augen geöffnet worden. Ich sehe hier halt auch mit der Fischekarte, die hier am Ende liegt und die Schlange halt auch hier in Fische liegt, dass die mir sehr materialistisch unterwegs gewesen ist. Und da sind ihm oder ihr eben halt die Augen aufgegangen, dass es da doch halt auch viel ums Geld gegangen ist, ja. Ich hatte ja auch gerade schon auch das Geld noch angesprochen, ne.
Also auf jeden Fall wird hier eine Entscheidung für viele Krebse jetzt in Kürze kommen. Und wie gesagt, ich lege ja hier für Oktober, November, Dezember. Das kann hier sehr gut sein, dass das wirklich in dieser Zeit sein wird, weil im Haus der Entscheidung das Kleeblatt liegt. Ja? Und das Kleeblatt spricht wirklich von innerhalb von 4 Monaten. Und im Haus des Kleeblatts habe ich halt auch das Buch. Also ihr seid da also auch komplett ahnungslos, dass das jetzt kommen wird. Jetzt habe ich euch aber den Hinweis gegeben, dass es kommen wird und dass damit, gut, wir wissen ja nicht, was da drin steht, ne? Auf jeden Fall hier eine Entscheidung getroffen werden wird. Und ich sehe das hier so, dass es hier auch zu einem Treffen kommen kann oder mit dem Schlüssel. Der ist ja für mich immer so der Garant von Erfolg beziehungsweise von einem sicheren Tun. Dass hier in der Tat also ein Treffen ist. Das Treffen liegt halt auch nochmal neben dem eigenen Haus, also neben dem Haus des Parkes, da liegen die Sterne. Also es kommt da Klarheit hinein, wieso, weshalb, warum gewisse Dinge eben halt da so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Und ja, und dann seht ihr auf jeden Fall erstmal ein Stück klarer. Ihr werdet auch Erkenntnis bekommen und ja, Erkenntnis eben halt, wie gesagt, bekommen, wieso, weshalb, warum es da wieder mal ein Off gewesen ist. So will ich das mal sagen, ja. Mit den Mäusen im Haus des Herrn nehme ich hier schon noch wahr. Ja, ist auch mit der Meerseite zum Mond. Also da ist wirklich viel Grübeln da. Das bestätigt auf jeden Fall hier die 9 der Schwerter. Und die 9 der Schwerter, muss ich aber ganz ehrlich sagen, die nehme ich nicht in Bezug auf euren Gegenüber wahr. Also das werdet ihr dann schon so im Laufe der nächsten Zeit feststellen, dass das wirklich eine sehr, sehr schöne Nachrichten sind und die euch eben halt auch, wie soll ich mal sagen, beflügeln werden. Aber was da, wie sagt man da, da hängt eben halt so ein Rattenschwanz mit hinter, ja. Also da können hier halt auch in der Tat Kinder involviert sein, ne? Dass man eben halt denkt, ja, und mein Kind oder meine Kinder und ich muss hier die Entscheidung treffen, ich muss mich ja dann hier von meinem Partner, meiner Partnerin eben halt auch lösen. Ich sehe schon, sonst würde der Bär nicht im Haus des Herzens liegen und auch hier in der Vergangenheitslinie, ja, mit Bär, Sonne und Reiter, ja, muss da eine ganz gute Zeit gewesen sein, in der Zeit, wo du nichts mit deinem Gegenüber zu tun hattest, ja, und jetzt ploppt das auf, diese starke, äußerst innige Liebe ploppt hier quasi wieder auf, ja, und so unter dem Motto, ja, und was nun, ja. Und ich habe aber eben halt hier im Tarot, dass ihr wirklich hier eine gute Chance habt und auch zuversichtlich nach vorne schauen dürft. Klar, jeder muss da in sein eigenes Herz eben halt hineinschauen, ja, ob man da wirklich nochmal will oder nicht, ne? Ich sehe aber wirklich so, die Krebschen haben hier Kind, Ring und Ruten im Kopf. Also da rattert es eben halt auch nochmal, ja, im Köpfchen, ja, das Kind sind jetzt nicht nur Kinder, sondern eben halt auch, ja, dass da eben halt wieder etwas ins Rollen kommt und hier man wirklich sich mit den Routen in der Tat ganz doll auseinandersetzt, mit 2 Verbindungen, ja, eben halt dann mit dem Gegenüber und dem Partner oder Partnerin, die da oder der da noch an eurer Seite ist, ja. Bei vielen geht es halt auch nochmal hier in der Tat auch um das finanzielle Thema. Das nehme ich hier halt auch nochmal wahr. Klar, wenn es dann ins Eingemachte geht, in der Tat in eine Trennung zu gehen, mit dem jetzigen Partner, mit der jetzigen Partnerin, dann kommt natürlich auch das Thema der Finanzen auf den Tisch. Alles Mögliche kommt ja dann auf den Tisch. Ne, mit Kindern und, ne, also ich brauche da glaube ich gar nicht in die Einzelheit zu gehen, ja. Hier ist noch nicht eine klare Entscheidung zu sehen, was sich sozusagen Ende Dezember hier aufzeigen wird, ob ihr wieder zueinander findet. Ich habe nämlich halt auch hier das Schiff im Haus des Hundes liegen, ja. Und das Schiff fährt hier rechts aus dem Kartenblatt eben halt auch raus.
Das bedeutet letztendlich für mich da, und auch weil hier auch nochmal Kreuz und das Schiff ist, ja, das heißt, schicksalhaft ist da auch noch erstmal eine Entwicklung, Entwicklung zu sehen, ja. Also ich habe hier erst nochmal, da muss ja erstmal nochmal echt viel im Gang kommen, ne? Wie gesagt, so eine Trennung geht ja nicht mir nichts, dir nichts, es sei denn, man hat sich jetzt wirklich schon lange damit auseinandergesetzt und das ist jetzt sozusagen noch das i-Tüpfelchen auf dem i, dass man jetzt zu seinem Partner, Partnerin sagen kann, also jetzt gehe ich den Schritt der Trennung. Ne? Das möchte ich auch in der Tat nicht ausschließen, ja. Und dass es dann in der Tat hier halt auch mit eurem Gegenüber schicksalhaft eben halt auch weitergeht, ja. Mit dem Schiff langsam, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sehe ich hier noch eine Menge Arbeit. Ja, das war jetzt auch mein Stichwort für das Thema Arbeit und Finanzen. Die Finanzen hatte ich ja gerade schon ein bisschen hier angesprochen bezüglich jetzt einer möglichen Trennung. Ich habe hier die Arbeit im Haus der Eulen liegen. Das spricht hier schon von viel Stress, was ich hier wahrnehme, ja. Und auch hier, da haben wir es nämlich nochmal mit den Finanzen, die dunkle Seite der Wolken liegt zu der Arbeitskarte. Hier nehme ich sogar beides wahr, Angestelltenverhältnis und Selbstständigenverhältnis, oder also die Krebse, die hier in der Selbstständigkeit sind, viele halt auch, die gerade erst neu begonnen haben, weil der Turm für die Selbstständigkeit nämlich auch im Haus des Kindes ist, ja. Also es scheint bei manchen halt auch frisch zu sein, aber hier nehme ich in der Tat wahr, im Haus der Wolken haben wir die Fische, ja. Und im Haus der Fische haben wir eben halt die Schlange, also da ist es noch so, dass wenn es hier zum Beispiel um die Selbstständigkeit geht, dass da noch so einige Schwierigkeiten mit dem Geldfluss ist, ja. Und für die, die im Angestelltenverhältnis sind, ja, da sehe ich eben halt auch noch so die Thematik, dass man, ja, da nehme ich so eine Unzufriedenheit eben halt auch wahr bezüglich der Finanzen. Also so schlecht hier, was jetzt das Angestelltenverhältnis und aber auch die Selbstständigkeit betrifft, sehe ich mit den rundumliegenden Karten gar nicht so schlecht. Ja, also für die Selbstständigen habe ich hier wirklich die gute Chance für wirklich viel Kunden, dass hier viele Kunden kommen werden. Momentan sehe ich es eben halt noch so blockiert. Also es läuft erst alles so ein bisschen zäh an, will ich mal sagen, in der Selbstständigkeit. Aber es entwickelt sich für mich hier ganz gut. Sehe ich sehr, sehr, sehr schöne Chancen. Und auch bezüglich der, ja, mit den Angestellten. Vielleicht möchten die einen oder anderen sich halt aber auch hier, weil die Eulen nämlich für eine Befreiung stehen, ja, dass viele sich eben halt auch jetzt Gedanken machen, das ist nicht mehr so mein Job. Ich mag den irgendwo noch, ja, weil das Herz liegt ja eben halt hier dabei, aber es erfüllt mich nicht mehr hier so richtig, ja. Und dass sich viele jetzt in der Tat eben halt auch umorientieren. Und somit sehe ich eben halt auch hier in der Tat, wie soll ich mal sagen, Alter, auch hier mit Fische und den Sarg eben halt auch ein Transformationsprozess, ja, für eben halt auf zu etwas Neuem, so will ich mal sagen. Ich sehe erst viel echt was im Projekt, Ideen, Vorstellungen, man könnte das und das machen. Ich sehe noch nicht so ganz die Umsetzung. Also, dass das kommen wird schon, aber in den nächsten 3 Monaten sehe ich das noch nicht. Da sehe ich eben halt mehr so die Idee und das Umsetzen verläuft eben halt aus verschiedensten Gründen eben halt eher zäh. Ja, ich sehe auch hier den Reiter, der ja schnell unterwegs ist. Der liegt aber im Sarg und schaut mal, der reitet halt auch noch in den Sarg hinein. Also ich mag auch an der Stelle sagen, ihr braucht euch da auch nicht anstrengen. Weil die Anstrengung, ja, da haben wir es schon liegen, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich will das aber jetzt und jetzt setze ich aber jetzt um und ist mir doch egal und so weiter, ja. Da werdet ihr nur Energieverlust miterleben und einen Schritt weiter in Richtung eurem Projekt kommt ihr nicht. Ja, und so ein bisschen sehe ich das halt auch so mit dem Gegenüber. Also lasst das langsam anlaufen, lasst die Dinge eben halt auch auf euch zukommen. Und ja, und ihr seid euch ja sowieso schon sicher, dass es auf jeden Fall eine Veränderung halt auch mit eurem Gegenüber geben muss.
Und wenn das erstmal so alles verbal, ja, mit einem Treffen und Klärung und so weiter und so fort erfolgt ist, ja, dann kommt halt auch das zweite Thema, ja, löse ich mich hier von meinem Partner, Partnerin oder nicht, ja. Ja, okay, das waren die lieben Krebse. Dann gehen wir jetzt mal über zu den Skorpionen. So, ihr lieben Skorpione, herzlich willkommen. Dasselbe Prozedere eben halt, ne? AC, also Aszendent Skorpion, Mond im Skorpion, da schießt schon einer, schießt noch eine. Uiuiui, da ist aber viel los bei euch. Noch eine Karte, liebe geistige Welt. Da ist eine Menge los bei den Skorpionen. Da wechselt ja jetzt demnächst, Dankeschön, da wechselt ja demnächst der Merkur in den Skorpion. Das werden dann echt tiefgründige Gespräche sein. Jetzt nicht nur für die Skorpione, das nochmal so als Zusatzinfo für alle, ja. So, Ass der Schwerter, schon wieder ein Ass. Der Magier und Königin der Schwerter. Und unter dem Deck haben wir 7 der Wagen. Ja, für die Skorpione. Also auch hier zeigt sich eine Chance von außen mit dem Ass der Schwerter. Und das Ass der Schwerter, da geht es halt auch immer so um Erkenntnisse und Klärung. Das ist immer eine echt gute Klärung und Erkenntniskarte. Ja? Und die Asse stellen immer Chancen im Außen eben halt auch wahr. Ja? Also da kommt eben halt etwas ins Außen, wo man das klären kann. Und wenn ich hier den Magier eben halt noch direkt dazu nehme, ja, der Magier ist direkt hier nach dem Nah, die erste Karte aus der großen Arkana. Das ist eine echt powervolle Karte, ja. Der hat alle Elemente eben halt in sich, ja. Feuer, Wasser, Erde, Luft hat er alles in sich, ja, und der geht los. Die große Arkana geht ja von 0 bis 21. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, wer das so ein bisschen weiß aus dem Tarot. Und das heißt, der Magier, wie gesagt, der macht sich jetzt auf den Weg. Das ist alles göttlich geführt. Hier ist die Unendlichkeitsschleife über dem Kopf. Ja, wie oben, so unten, sagt man eben halt auch. Ja, man sagt halt auch so, Herr, dein Wille geschehe. Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Und du hast jetzt die Kraft, die Power, du hast alle Elemente bei dir, geh los, kläre, ja. Und da das Wasserzeichen oder da die Wasserzeichen ja eine sehr emotionale Energie haben, Wasser sind Gefühle, ja. Oftmals ist es so, dass man sich da halt auch in den Gefühlen verliert und da ist es hier für euch Skorpionchen ganz wichtig, dass ihr die Königin der Schwerter wohl an eurer Seite habt, weil die hat einen kühlen Verstand, die sagt, ich löse mich hier, ich sprenge meine Fesseln, zack, bumm, ja, ich gehe da jetzt nicht ins Gefühl, weil ich möchte klären, ich möchte voran und ich möchte wissen und auch wenn ich hier jetzt ein bisschen straight und kühl rüberkomme, aber es ist so, dass, wie gesagt, dass die Königin der Schwerter, die verfällt nicht hier in, ach Mann, und im Drama. Genau, wo ich es jetzt gerade so sage, die verfällt in kein Drama. Und gut ist hier halt auch zu sehen, dass es hier mit dem Wagen angezeigt ist, voranzugehen. Also wenn ihr da eure Erkenntnis habt, ihr habt alles in euch, ja, und kappt hier sozusagen die Fesseln, die euch an irgendetwas anscheinend noch festhalten. Und wenn die Fessel gesprengt ist, dann könnt ihr auch weitergehen. Das ist auch eine Karte der großen Arkana, ja, 7 der Wagen. Es geht jetzt voran, beziehungsweise es soll vorangegangen werden. So, ihr lieben Skorpione, Oktober, November, Dezember. Schauen wir. Danke. Ich schau mal rein. Das Schiff schon wieder. Ne, Projekte, es kommt etwas auf euch zu. Hoffnung, Sehnsüchte, eine Reise. Kann aber im Übrigen halt auch nicht nur äußere Reisen sein, sondern auch innere Reisen. Ne? So. Und für mich ist das immer die Entwicklung. So, dann lege ich los. Es geht los mit dem Kind. 2.
Klee liegt im Klee. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da haben wir schon das Schiff. Ja, so, haben wir noch keine Person. Schaue ich mal weiter, obwohl, ne, ich habe, ich wollte gerade sagen, habt ihr gerade schon gesehen, ich weiß ja gar nicht, ob ihr von Anfang an schaut, ihr müsst ja euch ja auch nicht unbedingt, also ihr lieben Skorpione, das Reading von den Krebsen anschauen, aber dadurch, dass ich ja jetzt hier durchgehend lege, kam mir jetzt hier gerade der Gedanke schon wieder der Bär, ne, wie bei den Krebsen. Okay, ich nehme hier bei den Skorpionen wirklich viel Aufregung wahr. Der Baum legt sich auch hier neben das eigene Haus. Ist auch nochmal eine starke Energie. Im Haus des Baumes liegen die Eulen. Also hier nehme ich wirklich wahr, viel Aufregung. Hier soll aber auch, was mir noch so kommt, der Baum ist ja eher so träge, ne? So verwurzelt. Die Skorpione sind ja ein fixes Wasserzeichen, ja, und der Baum, den verpflanzt man auch nicht gerade mal so schnell. Hier soll, glaube ich, irgendwie, mir kommt auch was mit den Eulen, was Positives insofern rüber, mal raus aus dieser Struktur, raus aus diesem Verwurzelten, ja. Ich habe auch hier diese klassische Kombination von Kreuz und Sarg, Skorpione, klar alle, aber insbesondere die Skorpione haben das Thema Loslassen. Ja, und das ist für mich hier die klassische Kombination, dass man hier von oben halt auch angeschubst wird des Loslassens, ja. Kreuz in Wolken, da komme ich gleich noch zu. Und man sieht halt auch hier, wenn ihr eben halt hier mal so alte Zöpfe abgeschnitten habt, ja, und wirklich da diesen Zopf, ja, oder diesen alten Ast, ja, wirklich auch dann entsorgt und den nicht noch irgendwo in die Ecke legt, sondern regelrecht entsorgt, dann geht es halt auch hier viel, viel besser weiter. Also viel, viel besser meine ich mit dem Park, da kann man durchatmen, ja. Da wird auch alles wieder offener und leichter mit dem Kind, ja. Das Kind spricht von Leichtigkeit. Nicht von so einer Schwere, ne? Das nehme ich gerade so wahr. So, ich habe noch keine Person. Die sind halt auch wieder unten. Das war übrigens bei den Krebsen gerade auch so. So, das ist interessant. Das ist ja wirklich sehr spannend. Also ich sage euch das mal eben kurz, ihr lieben Skorpionchen. Gerade beim Krebs, ja, war die Dame im Mond und der Herr im Kreuz. Jetzt ist es umgekehrt, ja. Das finde ich jetzt spannend. Also es ist auch hier so, dass die Dame, das ist eben halt die Skorpion-Dame, aber auch der Skorpion-Herr. Und ihr habt euch ins Kreuz gelegt. Und da habt ihr dann direkt die Message, was ich gerade schon sagte, dieses berühmt-berüchtigte Loslassen, ja. Und ihr habt auch gut den Hinweis, dass ihr es wirklich tun sollt. Vielleicht seid ihr da in der Tat auch, unsicher zum Beispiel, ja. Wenn man eben halt lange an etwas festgehalten hat, womöglich halt auch lange funktioniert hat, da lässt man dann halt auch nicht so ganz so gerne los. Aber hier ist jetzt nicht mehr... Ich nehme hier, wie soll ich mal sagen, das hat eben halt lange funktioniert, aber jetzt nicht mehr. So, und das sehe ich eben halt auch daran, weil der Turm hier sich im Haus des Ringes gelegt hat, der Ring halt auch daneben ist und dann auch noch der Anker dabei ist, ja. Der Ring legt sich auch hier neben sein eigenes Haus, schon wieder eine ganz starke Energie. Hier wird an etwas festgehalten, wo die geistige Welt sagt, liebes Skorpionchen, setz doch hier einen Stopp. Ja, setz hier eine Grenze. Geh doch nicht schon wieder in diesen Kreislauf hinein. Ja, der Ring liegt halt auch hier im Haus des Buches. Das ist eure Prüfung, die Prüfung weiterhin eben halt in der Tat loszulassen. Ja, über eure Ängste hinauszugehen. Und mir kommt halt auch, ja, wenn ich hier sehe, dass die Wolken wiederum halt auch sich ins Haus des Herzens gelegt hat. Das Herz hier im Turm, ja, ihr habt euch verschlossen, euer Herz ist verschlossen. Und ihr habt irgendwie echt ein Wirrwarr in eurem Herzen. Ich nehme hier auch Sortieren eben halt wahr. Schrittchen für Schrittchen zu sortieren, auszusortieren, nehme ich eher
hier war. Und so, dass ihr eben halt in der Tat wieder durchatmen könnt und ja, es euch wieder besser geht, ja. Hier mit der Fuchsschwanzspitze zu euch Skorpionen hin, ja, sehe ich, dass hier Kreisläufe gewesen sind, deswegen halt auch das Stopp hier mit dem Kreislauf, die euch letztendlich überhaupt nicht gut getan haben, ja. Ich sehe hier ganz viel Misstrauen. Ihr habt ja ganz viel Misstrauen in Bezug halt hier auch auf eine Frau. Auch das lag im Übrigen gerade so, ne? Also das ist schon spannend. Also das ist das zweite Wasserzeichen und ähnliche Energien, also ähnliche Energien wie beim Krebs. Ich wiederhole das normal, ist nicht gleich, sondern ähnlich. Habe ich schon erwähnt, ist nur ähnlich. ihr habt eben halt andere Thematiken, ne? Die Krebse, wie gesagt, die gehen 3 vor, 2 zurück. Und bei euch ist es so, ihr haltet fest. Ihr haltet fest und das kann auch ganz schön wehtun mit diesem Festhalten. Ja? Und da ist wirklich hier ganz deutlich zu sehen, lasst los, macht eure Hände auf, macht vor allen Dingen euer Herz wieder auf. Und ich nehme hier ganz viel Chaos in eurem Herzen wahr. Hier möchte aber auch etwas geheilt werden in eurem Herzen. Ja? Hier möchte es vorangehen und ja, dieses Vorangehen werdet ihr halt auch tun. Ich nehme hier aber in der Tat auch ein, wie soll ich mal sagen, schmerzhaftes Vorangehen wahr. Weil hier kommen plötzliche Erkenntnisse, hier kommt halt auch, ja, hier kommt etwas ins Bewusstsein, wo ihr euch dann letztendlich wirklich fragt, das nehme ich hier halt auch an den Gedanken wahr, mit dem Anker, Lilie und dem Park, ja, wo ihr fragt, wieso? Wieso habe ich eigentlich so lange daran festgehalten? Wieso habe ich die ganze Zeit immer meine helfende Hand gereicht und gezeigt, ja? Und was ist der Dank dafür, könnte man glatt sagen, ja? Ja, das will ich mal so erstmal stehen lassen. Was ist der Dank dafür? Viele können da vielleicht etwas, ja nicht etwas, vielleicht, sondern viele können damit mit Sicherheit etwas anfangen. Und ich nehme hier in der Tat, wie gesagt, viel, viel Geben halt auch wahr. Und wenig ist zurückgekommen. Und der Skorpion, der hat letztendlich auch dieses Thema, insbesondere wenn er übrigens am Aszendenten ist, für sich zu kämpfen. Ja, für sich eben halt auch einzugestehen, einzustehen. Und ja, sehr schön. Ich schiel gerade hier nämlich nochmal zu dem Wagen hin. Ich habe hier die Mehrseite der Mäuse zum Reiter hin. Der Reiter ist ja eine aktive Karte. Der möchte ja eben halt voranschreiten. Der liegt auch hier im Haus der Störche. Also hier soll auf jeden Fall halt auch Veränderung eben halt auch stattfinden. Und soll vorangeschritten werden. Also das findet sich jetzt hier wieder wunderbar mit dem Tarot hier wieder, ja. Die beiden Seiten der Mäuse, ja, liegt hier mit der weniger Seite zu den Blumen hin. Die Blumen, wie soll ich das mal sagen, weniger Blumen, mehr für sich tun. Und zwar eben halt auch für sich selber tun. Also selber sich diese, wie soll ich das mal sagen, also mehr bei sich zu bleiben. Genau, so nehme ich das wahr. Wirklich hier diese Fesseln zu sprengen und durch diese gesprengten Fesseln, die da sind, sich mehr auf sich zu fokussieren. Weniger halt auch hier in die Ablenkung zu gehen, denn ich nehme hier Erkenntnisse wahr und die Erkenntnisse könnten schmerzhaft sein, die könnten Mangel, die könnten Ängste auslösen, beziehungsweise Ängste, also eher, wie gesagt, so ein Mangel, so wie ich gerade schon sagte, wieso habe ich das eigentlich die ganze Zeit gemacht?
wieso habe ich da so lange dran festgehalten, ja? Und davon nehme ich ihm halt wahr. Also weniger Gesten, weniger Geschenke eben halt auch machen, sondern mehr eben halt für sich tun, mehr bei sich selbst eben halt auch anzukommen. Hier möchte ja eben halt auch das Neue kommen. Ich habe das mit dem Kind im Reiter, habe ich ja hier in der Tat halt auch das Neue für euch liegen. Ich habe hier viele Schritte eben halt auch hier liegen. Und dann habe ich ja auch das Herz mit dem Wegen eben halt auch dabei, ja, so dass man sagen kann, dass durch eine Erkenntnis halt auch viel in Bewegung kommt, so will ich das auch mal sagen. Jetzt habe ich noch gar nicht das Gegenüber hier angesprochen, das Gegenüber liegt hier eben halt sehr nachdenklich, ich habe hier also den Herr im Mond, bitte daran denken, ne? Herr kann hier halt auch Dame heißen, ihr switcht das wieder bitte für euch um. Ich habe das Gegenüber hier noch recht blockiert liegen. Da ist die unzulängliche Seite, die etwas schwierigere Seite des Berges zu dem Gegenüber hab ich hier liegen. Also da haften wirklich noch Probleme an eurem Gegenüber. Und im Haus des Berges habe ich die Fische und im Fische habe ich ihm halt auch hier die andere Person hier liegen. Also auch die Schlange kann sowohl Mann oder Frau sein. Auch hier bitte umswitchen. Hier sind eben halt noch viele Gedankengänge in Richtung der Schlange. Auch hier ist es so, warum auch? Wie gesagt, gerade lag die Schlange auch schon im Haus der Fische. Ich nehme hier halt auch eine materialistisch eingestellte Frau wahr. Und auch so eine Frau, die... ja, wie sage ich das mal? Ja, die war auf jeden Fall nicht so ganz greifbar. Da habe ich noch nicht so ganz, das habe ich hier noch nicht so ganz greifbar, ja, für mich noch nicht so ganz greifbar. Genau. Da steige ich gleich nochmal an. Auf jeden Fall sind hier eben halt mit dem Mond und mit der Schlange und dem Fuchs, ja, wo das Gegenüber eben halt reinschaut. Hier sind ja auch noch diese etwas düsteren Karten von Wolken und dem Turm. Hier ist etwas im Gange, wo man sich wohl loslösen möchte. Ich habe aber das Gefühl, dass man noch nicht so richtig weiß, wie, weil hier das Buch im Kopf ist. Und das Buch bedeutet bei mir, wenn eine Hauptperson das Buch im Kopf hat, so unter dem Motto, ich weiß aber irgendwie noch nicht, wie. Wie soll ich das denn machen? Ja. Ich gucke natürlich weiter hier, ja, mit dem Hund und den Eulen. Das ist so eine Kombination. Ja, es ist fast so eine ähnliche Energie wie hier für euch Skorpione, ja. Das ist hier sowas Unzuverlässiges. Also hier denkt man eben halt wirklich darüber nach, weil im Haus des Buches liegt ja auch der Ring. Also so könnte ich eben halt auch sagen, dass es hier eben halt auch um diese Verbindung hier mit dieser Frau geht, ja. Irgendetwas, nämlich, ja, wie gesagt, von Unzuverlässigkeit war auch sowas von, ich habe ja gegeben, ich habe ja bezahlt, sowas in der Art. Und aber so richtig greifbar und so richtig verlassen konnte ich mich aber nicht auf dich. Weil, ja, du warst irgendwie nie da, du bist irgendwie immer geflohen. Was soll ich denn da noch tun? Also wie gesagt, so eine ähnliche Energie nehme ich hier wahr. Vielleicht anders gelagert, ne? Ja. Ja, das wäre jetzt erstmal das, was ich so wirklich in der Liebe und im Partnerschaftsbereich eben halt sehe. Ich sehe hier schon, dass ihr auf ihr lieben Skorpione, dass ihr eben halt auch hier aus diesem Kreislauf aussteigen werdet. Das sehe ich hier in der Diagonalen, ja. Weil hier geht der Kreislauf raus. Und das ist eben halt auch von euch. Wie soll ich mal sagen, womöglich hier wirklich mit dem Magier, ja, weil ich es schon gerade sagte, das ist alles göttlich geführt, hier in der Tat göttlich geführt, dass ihr hier aus dem Kreislauf in der Tat aussteigen werdet. Ja, jetzt noch zu dem Thema der Arbeit. Die Arbeit hat sich hier im Haus, ihr habt auch die Arbeit im Kopf.
Die Arbeit liegt hier im Haus des Briefes und daneben liegt der Ring. Der Ring ist hier im Arbeitsthema eben halt auch ein Vertrag. Und da das Neue hier als erstes liegt, ja, kann es gut sein, dass auch ihr darüber nach, ich sag mal auch, Entschuldigung, aber im Krebs-Orakel war das eben halt auch so, ja, dass es da um neue Projekte etc., eventuell auch um neue Arbeit ging. Und das ist halt so automatisch, ja. Habt ihr hier einen Vertrag liegen, der aber noch im Verborgenen liegt? Also irgendwas ist da noch nicht so ganz spruchreif. Könnte auch gut sein, dass es hier bei dem einen oder anderen um eine Weiterbildung halt auch geht, ja, weil das Buch halt auch um eine Weiterbildung, von einer Weiterbildung spricht. Da haben wir hier die selbstständigen Karte halt auch direkt noch dabei liegen, so dass man sagen kann, auch hier so ein Switch rüber zu einer selbstständigen Arbeit, zu einer selbstständigen Arbeit hin. Aber hier liegt mir eben noch viel im Argen, ne? Also noch viel, also ihr seid dann noch nicht so mit dem ganzen Herzen so dabei, ja, weil da eben halt noch, da ist mir noch zu viel Chaos. Wahrscheinlich hier, was die Finanzen eben halt auch betrifft. Ja, im Haus der Finanzen haben wir hier halt auch die Schwierigkeiten liegen, die Umwege liegen. Wobei der Fuchs auf jeden Fall für euch Skorpione eben halt auch aufzeigt. Der schaut hier auf die Schlange, ne? Was sind das denn für Umwege? Was sind das denn für Komplikationen? Ist es nämlich vielleicht nicht das, ja, eben halt da loszulassen, Zweifel loszulassen, sondern eben halt in der Tat voranzuschreiten, ja? Ich gucke gerade mal noch, wie das so sich auf weiterer Zukunft hier mit der selbstständigen Arbeit zeigt. Ja, ich habe nämlich hier Veränderungen auf jeden Fall liegen. Veränderungen in Richtung der Selbstständigkeit. Wenn es jetzt hier sich um ein Angestelltenverhältnis handelt. Ich habe echt das Gefühl, dass der ein oder andere Skorpion mit dem Anker und der Lilie, ja, Reiter, Schiff und Park, ja, also es mag vielleicht wirklich für nur ein paar Skorpione zutreffen, ja, sowas von ausnutzen. Ihr tut da viel zu viel. Und mit dem Anker, dem Reiter und dem Sarg, ja, wird das auf Zukunft für mich so aussehen, dass ihr da nicht mehr so viel, also aufs Gaspedal tretet und hier immer macht und tut und gibt und gibt und gibt, ja, sondern eben halt, es ist auch sozusagen echt von euch gefordert, so könnte man auch sagen, ja, weil der Sarg eben halt auch von Transformation eben halt auch spricht, ja. Ich habe hier wirklich äußerst tiefgründige Entwicklungsprozesse hier liegen. Und zwar in Richtung, in eure Stärke, in eure Kraft, in euer Selbstvertrauen, in euer Mut. Und das Kleeblatt bedeutet eben halt auch, bitte nehmt die Chance wahr, macht erstmal einen Minischritt. Und dann fängt auch das Rad des Schicksals an, sich zu drehen in eure in eine positive Richtung. Schiff und Park, wie gesagt, hatte zu Anfang schon gesagt, ihr werdet durchatmen, ja. Ja, so. Ich gucke gerade noch mal. Vielleicht das noch. Park, Reiter, Turm und der Mond in Richtung für die Selbstständigkeit. Ja, hier habe ich ja oben schon die Kunden liegen. Manche haben vielleicht dann auch eine Selbstständigkeit, wo sie viel unterwegs sein werden. Ja, ich habe hier das Schiff auch noch mal dabei. So dass man sagen kann, dass das, ja, dass das irgendwie eine selbstständige Arbeit ist, wo man eben halt auch viel unterwegs ist. Und ich habe dann hier in der Tat halt auch den Erfolg liegen, denn das sogar quasi doppelt bestätigt, weil der Mond im Arbeitsthema der Erfolg ist, liegt halt auch im Schlüssel. Der Schlüssel ist auch eine Erfolgskarte. Und auch die Sonne in eurem Haus spricht auch von Erfolg und vom Bewusstsein, was ihr eben halt erlangen wird.
Ich sehe schon noch mal, wie gesagt, hat auch noch so ein bisschen harzig liegen, ja. Aber ich gebe euch an die Hand, ihr lieben Skorpione, Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Und sortiert erstmal, plant, macht euch wirklich eine To-Do-Liste. Das hilft euch ungemein weiter. Ja? Okay. Und viel Erfolg bei dem, was bei euch auf euch zukommen möchte. Komme ich jetzt zu den Fischegeborenen. So, Hallihallo, ihr lieben Fische. Das letzte Zeichen im Zodiak sind die Fische, ne? Also auch hier Aszendent Fische, Mond in Fische. Diejenigen können sich dann gerne hier das Orakel anschauen. So, drei Karten bitte, liebe geistige Welt. Oh, sie scheinen ja entspannt zu sein, die Fische. Okay, dann nehme ich jetzt die ersten drei. Da soll ich einen Stopp setzen. Schon wieder der Wagen. Der Hierophant und Ritter der Schwerter und die Sechs der Stäbe. Das ist auch so eine Siegeskarte, ne? Für positive Nachrichten, da fährt man sozusagen Sieg ein, ja? Aber den Sieg wird man hier einfahren. Auch hier nehme ich die Karte des Voranschreitens, aber das Voranschreiten hat hier eben halt auch viel mit Vertrauen zu tun. Beziehungsweise eben halt auch hier mit dem Hierophanten den Sinn hinter einer Situation zu sehen, ja. Und der Ritter der Schwerter ist so für mich jetzt hier in dem Kontext, sind ja zwei Ritter, ne? Ach, Entschuldigung, was erzähle ich denn? Zwei Ritter. Da ist so jetzt hier der Mann hier auf dem Pferd, ne? Da kam mir jetzt so ein Ritter rüber, aber das ist ja nicht so. Ich hätte eher sagen müssen, zwei Menschen auf dem Pferd. Ne? Hier sieht es aber eher gelassen aus. Das sollte ich eher sagen. Und hier ist so, juchhei, vorwärts. Ne? Hier ist schon eine ziemlich aufgewühlte Stimmung. Ritter symbolisieren Atmosphären. Ne? Und hier nehme ich schon wirklich eine stürmische Atmosphäre wahr. Vielleicht eben halt, weil sich das dann da nicht so in irgendeine Richtung entwickelt, wie man das vielleicht so gerne hätte. Das werden wir jetzt gleich sehen, na, weil man dann hier irgendwie voranschreitet. Aber das Voranschreiten ist ja auch gar nicht verkehrt. Aber da ist der Sinn, Mond hat sich raus, hat sich umgedreht. Hier ist mir eben halt so den tieferen Sinn dahinter zu sehen und eben halt darauf zu vertrauen, wie sagt man so schön, alles ist gut, wie es ist und entwickelt sich zum Guten. Okay, ihr lieben Fischer, dann schauen wir mal. So, dann lege ich mal jetzt aus. Auch die Karten liefen jetzt ganz rund. So, der Sarg, Stagnation. Aber mit der Stagnation kommt etwas jetzt im Gang mit der ersten Position. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. So, ihr Skorpione seid schon erschienen. Die Dame ist hier sowohl Skorpion-Dame als auch Skorpion-Herr. Und ihr legt euch direkt hier in den Fokus des Kartenblattes. Ihr liegt hier im Haus des Baumes. Habe ich jetzt Skorpione gesagt? Entschuldigung, Fische. Entschuldigung, ist mir gerade aufgefallen, ihr lieben Fische. Also Fische-Dame und Fische-Herr. Und ihr legt euch hier in den Fokus, in den Baum. Also ja, richtet euren Fokus auf euch selbst. Das heißt schon mal die Position, die ihr hier einnehmt. Da ist euer Gegenüber. Ist ein ganz anderes Kartenblatt, nehme ich hier als Energie auf wie die anderen beiden. Allein schon von der Position bei Krebs und beim Skorpion waren beide Hauptpersonenkarten unten. Ja, hier ist ihr Fische seid jetzt hier ganz oben und halt euer Gegenüber, eben halt auch hier, ja, ist der Herr.
Aber es kann hier ein Herr sein oder eben halt auch eine Dame. Ihr switcht das bitte vor euch um. Liegt eben halt hier in der zweiten Reihe. Ne? Also schon mal eine ganz andere Energie wie in den anderen beiden Orakeln. So. Und der Bär im Kreuz. Jawohl. So, wo fange ich an? Also ich hatte gerade schon angefangen mit der Stagnation, wo jetzt etwas in Bewegung kommt. Beziehungsweise ist der Sarg immer für mich halt auch Transformation. Also etwas in einer Situation, aber auch von Gedanken und Verhaltensmustern kommt jetzt eine Transformation, da man erreicht eine andere Stufe. Ja, im Denken und Verhalten und oder in einer Situation. Hier muss ich mich gerade erstmal ein bisschen einfinden. Was ist denn hier los? Ihr habt ja zwar hier so ruhig die Karten gehabt, aber was ist hier los? So, ich schaue erstmal hier, was hier so zwischen euch liegt. Ja? Euer Gegenüber liegt hier im Haus der Roten. Aha, da haben wir es ja schon mal. Was das bedeutet, sage ich euch jetzt sofort. Also euer Gegenüber setzt sich gerade ganz stark mit sich selbst hier auseinander. Ist so ein Hin- und Hergerissen sein Gefühl, ja. Er hat hier den Schlüssel und den Fuchs vor sich liegen und nehme den Anker noch mit dazu, weil ich arbeite ja mit dem Fuchs mit zwei Seiten. Ja, der Fuchs schaut aber hier auf dem Schlüssel und das ist ja immer für mich das Zeichen mit dem, wo der Fuchs hinschaut, schaut euch das Thema des Schlüssels an. Also was kann ich aufschließen, was kann ich abschließen, was habe ich selber für mich in der Hand, ja. Wo kann ich da erfolgreich etwas tun, so will ich mal sagen, ja. Wo kann ich ihm halt auch hier dieses Thema von Misstrauen oder um etwas herumzuschleichen zum Beispiel halt auch abschließen. Denn es ist so, dass auch der Fuchs hier sich neben sein eigenes Haus gelegt hat, spricht immer davon von einer starken Energie. Das heißt, mit dem Anker hier im Fuchs, ja, dass man da an diesem Thema eben halt auch festgehalten hat, ja, an Dingen, die in die verkehrte Richtung gegangen ist, ja, an Herumschleichen, an, ja, es ist halt auch Lügen und Betrügen, ich möchte es erwähnen, weil der Fuchs nun mal halt auch diese Eigenschaft eben halt hat, ja, also hat man hier irgendwie vielleicht halt auch an etwas festgehalten, was vielleicht hätte schon in der Vergangenheit eine andere Richtung nehmen können, ne? Und das Gegenüber liegt ihm halt hier in Ruten und die Ruten liegen im Sarg, ja. Und der Sarg liegt ihm halt hier als erstes. Also hier nehme ich wahr Kommunikation beziehungsweise eben halt auch dieses Gefühl von hin und her gerissen sein eures Gegenübers. Das wird jetzt hier beendet. Hier sind unheimlich anstrengende Zeiten hinter dem Gegenüber. Der Gegenüber hat anstrengende Zeiten hinter sich. So ist es noch einfacher. Ich trinke mal gerade ein Schlückchen. Ja, er hat anstrengende Zeiten hinter sich. Ja, er hat auch hier Entscheidungen hinter sich. Und der denkt jetzt hier daran mit dem Haus im Kopf. Wie kann ich da wieder eine stabile Basis finden, ja? Wenn man hier so eine herumschleichende Energie hat, ja, bei den Fischen ist es eben halt wirklich häufig so, dass die sind nicht so greifbar, die tauchen halt auch ab. Und hier nehme ich irgendwie wahr, dass euer Gegenüber euch selber gespiegelt hat, ja? Also eigentlich die Energie, die euer Gegenüber ausstrahlt, was ihr an ihm erkannt habt, ja, der war ja nie und dödödöd oder wie war ja nicht und die war ja nie greifbar für mich oder keine Ahnung, sowas in der Richtung, ist aber letztendlich auch eure eigene Energie, so will ich das mal sagen. Ich nehme hier übrigens zwischen euch eine Seelenverbindung wahr, immer wenn ich sehe Ring, und Fische in Sterne, die Sterne im Herz, das Kreuz dabei, ja, nehme ich hier ganz stark echt eine Seelenpartnerschaft wahr, eine Seelenverbindung eben halt wahr.
Das sehe ich hier eben halt ganz eindeutigst. Und ja, und von daher kommt mir auch diese Spiegelung in den Sinn, dass ihr quasi wie so ein Gegenüber treffen musstet, der euch nämlich diese Qualität des Abtauchens, des Nicht-Greifbaren, des Herumschleichens, ja, eben halt aufzeigt, ja, weil das sind eben halt eure eigenen, bei vielen eben halt die eigenen Schattenthemen. Viele wissen das vielleicht gar nicht, ja, dass ich so bin. Viele sagen jetzt halt auch, hör, ich wegschleichen, herumschleichen. Nö, ich bin straight heraus. Aber hier sagt mir das Kartenblatt eben halt etwas anderes. Die Energie kommt mir hier eben halt hier ganz anders rüber. Ja, nichtsdestotrotz hat eben halt das Gegenüber auch diese Energie von, ich traue mich nicht, ich misstraue eben halt auch, ich vertraue gar nicht mehr so. Im Übrigen ist das bei euch Fischen ja genauso, weil das sind ja die Karten, die hier zwischen euch liegen. Hund und Fuchs, der Hund sagt Vertrauen und der Fuchs sagt Misstrauen. Und wenn die aufeinandertreffen, ja, nehme ich hier eben halt wahr, ja, wie gesagt, soll ich vertrauen, soll ich nicht vertrauen, Misstrauen hin und her, ja, da scheint eben halt wirklich in der Vergangenheit viel passiert zu sein. Ja. Da scheint wirklich viel passiert zu sein. Hier ist in eurer Vergangenheitslinie der von euch Fischen, ja, Mäuse, Buch, Ruten und die Schlange. Mit den Ruten nehme ich auch wirklich echt komplizierte, anstrengende Gespräche wahr. Hier ist ein großes, auch großes Kommunikationsthema. Und hier wird die Chance in den nächsten 3 Monaten sein, dass man die Kommunikationsbasis verbessert, sozusagen, ja. Und halt auch durch die Kommunikation wieder, ja, eine Versöhnung, eine Verbesserung in eure Ebene kommt. Also irgendetwas von einer Basis kommt mir hier so rüber. Ja, eine gute Chance, wieder eine gute Basis eben halt auch zu finden. Ja, die Eckkarten von euch zeigen mir auch auf, mit dem Haus und mit dem Anker, in der Tat, ja, was ich gerade schon sagte, von einer stabilen, soliden Basis. Also irgendwas hier festigt sich etwas, ja. Hier möchte euer Gegenüber möchte sich eben halt auch festigen, ja. Die Fuchsschwanzspitze, die zeigt zum Anker mit dem Ring dabei, ja. Hier möchte sich wirklich er oder sie möchte die Partnerschaft in der Tat festigen. In der Vergangenheit war es so bei den Fischen mit dem Ring, mit dem Kreuz und dem Park, ja, dass alles irgendwie offen war, ne? Man wusste nicht, waren wir jetzt zusammen, waren wir nicht zusammen. Was ist das hier überhaupt? Ja, und das möchte sich eben halt hier ändern. Ich sehe aber bei vielen Fischen eben halt echt in diese Thematik, eben halt insbesondere mit der Thematik, die da in der Vergangenheit gewesen ist, dass halt auch in Zukunft hier mit dem Fuchs und den Wolken und der Sense, die Kombination gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Weil Fuchs und die Wolken, da nehme ich ja wieder sowas von Täuschung wahr, von Chaos, von Wirrwarr, von wieder von womöglich halt auch Missverständnissen. Ja, von wirklich so ein Durcheinander wahr. Da kann ich letztendlich nur sagen, das, was ihr jetzt zu Beginn. Was jetzt zu Beginn getan wird, nämlich zu sortieren, zu ordnen, ja, das zu versuchen, wirklich beizubehalten, damit eben halt dieses Chaos, was hier im Halt liegt, ja, dieses Durcheinander, dieses Wirrwarr, erst gar nicht groß zum Tragen kommt. Ich habe echt das Gefühl, dass das hier Ritter der Schwerter ist. Weil da ist dann bei dem Ritter der Schwerter nämlich auch so eine Atmosphäre war, ja, so kühl, frostig, durcheinander. Hier muss man mal schauen, ne? Hier die Bäume, ja, die biegen sich hier von dem Wind, ne? Und
Ich mag hier wirklich zurufen bei den Fischen. Erstmal wirklich hier so peu à peu, Schrittchen für Schrittchen wieder ins Vertrauen zu gehen. Gewisse Dinge eben halt auch wieder zuzulassen. Sich eben halt auch anzuhören, was hat das Gegenüber eben halt auch zu sagen. Denn die Linie mit dem Hund, dem Schlüssel, dem Mond und dem Kind, ja, und auch das Kind hier im Haus des Herrn, da möchte ja etwas neu beginnen, da möchte ja wieder ein Aufschwung stattfinden, ja, wo euer Gegenüber selbst schon skeptisch ist und sich nicht so richtig traut, ja, gefällt mir das hier mit dem Hund im halt, Hund halt auch im Haus, und da liegt ja auch die Chance, ja, das Haus im Haus der Chance. Sagt eben halt zu planen, zu sortieren, ja, was Bodenständiges nehme ich hier halt auch mit dem Haus wahr, was Fundamentales, ja, wenn ihr da eben halt in diese Energie geht, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl, ja, weil wie gesagt, der Ritter, der saust so los, da ist überhaupt so kein Fingerspitzengefühl dabei oder überhaupt wenig Gefühl dabei. Und das könnte eben halt das kleine Pflänzchen Klee, sehe ich gerade, das kleine Pflänzchen Klee liegt nämlich im Buch, da liegt nämlich die Prüfung halt auch drin, ja, eben halt genauer hinzuschauen und die Chance zu ergreifen, ja, hier euer Pferd zu zügeln, weil hier habt ihr ja schon letztendlich die positiven, siegreichen Nachrichten liegen. Und ich sage euch mal eins, ihr habt das Herz eben halt auch hier im Haus des ihr habt das Herz hier im Haus des Briefes liegen. Ja, hier kommen sehr, sehr schöne Nachrichten. Da haben wir das nochmal mit den 6 der Stäben liegen, ja. Also wirklich liebevolle, siegreiche, erfolgreiche Nachrichten, ja. Und auch hier der Schlüssel spricht ja vom Erfolg. Und da schaut das Gegenüber rein. Also letztendlich ist das hier sehr, sehr gut, was hier auf euch zukommt. Es ist letztendlich wohl diese Energie von etwas noch von Misstrauen und Herumschleichen. Ja, die Frau, die ich hier hinten angesprochen habe, die schien wohl halt auch ein Thema zu sein. Und da liegt aber hier auch der Turm dabei. Gut, ich muss dazu sagen, immer wenn Personen hier sich so auch an den Rand legen, ja, ist das immer so ein bisschen so eine Verkrümmlerposition, sage ich immer ganz gerne. Und da die so weit vom Gegenüber liegt, habe ich echt nicht das Gefühl, irgendwas groß noch zu sagen. Die muss wohl genug Energie gekostet haben. Gegenüber liegt den Ruten, Ruten liegt bei der Schlange, ja. Das muss eh schon genug Energie gekostet haben. Also für mich geht das hier halt auch raus. Die hat jetzt schon für mich keine große Aussage mehr als Personenkarte, ja. Was hier wohl wirklich bei den Fischen, wie soll ich mal sagen, bei dem Tierkreiszeichen Fische wichtig ist, und das passt hier eben halt auch nochmal mit dem Kreuz, mit dem Bär im Kreuz und auch dem Hierophanten hier in dem Tarot, ja, wieder ins Vertrauen zu gehen, womöglich halt auch in das Selbstvertrauen zu gehen. Man sieht ja halt auch hier mit den Mäusen, ja, dass ja da halt auch noch die Vergangenheit mit eurem Gegenüber an euch nagt, ja. Es ist aber so, mit Mäuse, die knabbern hier an euch, ja, da könnte man auch glatt sagen, nehmt euch ein Stückchen zurück, schaut euch mehr eben halt hier eure eigene Prüfung an, ja, eben halt auch noch, ja, mehr, vielleicht auch, holt euch auch mehr Infos, ja, wenn euch irgendwie was da nicht reicht, was euer Gegenüber sagt, ja, kommuniziert eben halt auch darüber, ja, und zwar klar und deutlich, nehme ich hier wahr, weil wenn ich auch sehe Fische in Sterne, das ist auch so eine Qualität von Wischiwaschi und nicht deutlich, ne. Deswegen sagte ich ja gerade schon, hier ist wichtig, hier zu kommunizieren und eben halt auch klar zu kommunizieren. Und eben halt auch hier, das ist eine unheimlich starke Verbindung zwischen euch. Ich habe hier Kreuz im Ring, Ring im Bär, ja. Kreuz legt sich halt auch nochmal hier an die Kante des eigenen Hauses, ja.
Es ist sowieso hier göttlich geführt, wie ich schon sagte, mit der Seelenverbindung, ja. Hier ist wieder gefragt, ins Vertrauen zu gehen, hier halt auch wieder auch aus eurer Höhle rauszukommen und versöhnlich zu sein. Ja. Jetzt mag ich noch auf die Arbeit eingehen. Hier ist die Arbeitskarte. Die Arbeitskarte liegt im Haus des Fuchses. Also hier läuft irgendwas gehörig falsch. Hier ist auch nochmal der Berg dabei. Ja, hier habe ich wirklich Probleme. Ich nehme hier sogar wahr, viele Probleme mit den Sternen. Irgendwie sieht man so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht. Und ja, hier habe ich viele, es können auch viele Steinchen sein, also wirklich viele, ja, vielleicht auch mehrere kleine Steine, die eben halt hier sind, ja. Hier muss auch schon mal eine Veränderung bezüglich der Arbeit stattgefunden haben, in Bezug halt, wie soll ich mal sagen, also, was habe ich jetzt gerade gesagt? Jetzt bin ich gerade echt voll raus. Jetzt muss ich nochmal wieder reinkommen. Ich nehme nochmal einen Schluck. Entschuldigt. Ja, ich arbeite mit dem Berg, mit den zwei Seiten. Das ist eher schon hier die Seite, wo man schon mal etwas geschafft hat. Und hier eben halt die Seite, die eben halt schwieriger ist. Ja, da liegen eben halt noch die Hindernisse, beziehungsweise da liegt auch noch so diese Verzögerung. Und ich nehme hier halt auch wirklich auch das Geld wahr. Hier nehme ich auch sehr viel Geld im Übrigen wahr. Fische in Sterne, die Sterne noch dabei, ja, das ist viel Geld, ja, was hier, worüber ich hier spreche. Da ist aber, wie soll ich mal sagen, also hier bezüglich der Finanzen und auch diesem Mangelgefühl, was hier mit der Arbeit zusammenhängt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr bekommt zu wenig Geld für das, was ihr tut. Und da hat schon mal, wie gesagt, etwas stattgefunden. Da hat schon mal eine Veränderung stattgefunden. Da sind halt auch Entscheidungen getroffen worden. Und da muss auch schon was passiert sein. Aber jetzt seid ihr quasi wieder so an einem Punkt, wo es so um eine Wiederholung geht. Also wieder dasselbe Thema von, ich bekomme da einfach zu wenig für das, was ich tue. Ich sehe auch hier gerade, dass die Lilie sich auch ins eigene Haus gelegt hat. Ja, die Lilie ist ja so dieses Nehmen und Geben. Und ich habe eben halt schon viel halt auch investiert in etwas. Ja, und irgendwie kommt da wenig zurück oder halt auch zögerlich. Ja, auch die Mäuse sprechen von Verzögerungen. Ja, dass alles nur so als ja, so zähflüssig geht. Wieso das so zähflüssig geht im Übrigen, das hatte ich hier auch in meinem Reading mit dem rückläufigen Mars schon erwähnt, dass der Mars, der ja letztendlich schnell vorangeht, das ist ja der Motor, aber Konstellationen, Aspekte zu dem Saturn machen und der Saturn ist der Bremser, ja, der bremst eben halt diesen Motor. Und der ist auf jeden Fall noch bis Mitte November rückläufig. Also ab da kann man dann erstmal damit rechnen, dass so wieder vieles so richtig in Schwung kommt. Ja, und deswegen nehme ich das auch hier so äußerst harzig wahr. Und auch hier in Bezug auf die Arbeit möchte ich eben halt sagen, sprecht das irgendwie an. Das sehe ich hier schon auch nochmal so mit dem Wagen. Und rechnet da aber jetzt nicht so schnell mit einem Ergebnis. Das Ergebnis wird kommen, aber es ist eben halt, wie gesagt, harzig. Ne? Aber es kommt. Es kommt wahrscheinlich sogar schneller dann letztendlich, als ihr denkt. Vielleicht eben halt nach diesem, oder beziehungsweise dann, wenn Mars auch wieder so direktläufig ist. Ja. Bei dem einen oder anderen Fisch nämlich hier in der Vergangenheit war mit Mäuse, Anker, Störche und der Lilie. Irgendwo eben halt auch, dass man sich da schon mal Gedanken auch darüber gemacht hat, irgendwie was anderes zu machen. Ja, ja, weil der Anker mit dem Wechsel hier liegt, ja. Aber aus irgendwelchen Gründen, weil in irgendeiner Form vielleicht da nicht eine Unterstützung da war, egal jetzt von kommt drauf an, was ihr eben halt da verändern wolltet, ja.
Zum Beispiel, wenn es jetzt in die Selbstständigkeit gehen würde, dann habt ihr da vielleicht nicht eine Unterstützung von irgendeinem Amt bekommen oder vielleicht halt auch familiäre Unterstützung, ja, dass man sich da ein Projekt vorgestellt hat, aber eben halt auch keine Unterstützung aus dem eigenen Zuhause zum Beispiel bekommen habt. Ja, das kann ich mir eben halt auch gut vorstellen. Und somit kann es wirklich auch gut sein, weil der Anker hier mit Ring, Fische, Brief und Turm, auch die Karten, die noch so da drunter liegen, wie gesagt, ich nehme ja hier wirklich viel Geld halt auch wahr, ja, dass ihr vielleicht doch nochmal auch in den Gedanken gehen könnt, euch beruflich zu verändern. Vielleicht halt auch die Abteilung zu wechseln, ja, sowas kann das eben halt auch sein, ne. Oder generell vielleicht halt auch hier mit einem Chef zu sprechen und da nochmal eine Veränderung, nochmal, weil es ja hier schon mal eine Veränderung gegeben hat, nochmal zu beanraumen, nochmal Gespräche eben halt auch zu führen, ja. Ja, okay. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch, lieben Wasserzeichen, alles Liebe und Gute für die kommenden 3 Monate. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und alles Liebe für euch. Eure Tina. Tschüss.